Damit willkommen bei einem weiteren Spiel zum Sonntag. Heute Micro Machines. Und ich weiß genau, was ihr denkt. Wo war die Folge von letzter Woche? Ich habe mich so daran gewöhnt, dass ich hier hinterher hänge, dass ich mir dachte, ich mach's jetzt wieder, oder? Nein, also ich werde das dann nachholen an einem Sonntag, wo ich Zeit habe. Dann mache ich eine Doppelfolge und dann passt das auch wieder, oder? Heute allerdings nicht. Welchen Pfarrer nehmen wir? Mike. Der sieht ja schon mal ganz witzig aus. Ich mag, dass wir hier alles dabei haben. Wir haben den fetten Typen, wir haben verschiedene Hautfarben, wir haben Mädchen oder Frauen. Also wir haben hier wirklich eine bunt gemischte Auswahl. Aber Mike ist mir sofort ins Auge gestochen. Und er freut sich auch total, dass ich ihn gewählt habe. Gut, das hätte wahrscheinlich auch jeder andere gemacht. Qualifying Race Powerboats. Ja, das hier ist ein Spiel für die NES. Warum spiele ich es überhaupt? Und wie kann ich hier loslegen? Gut, das war Pause. Wie kann ich mich bewegen? Ich muss erstmal rausfinden, was die Steuerung ist. Ja, ich qualifiziere mich dann schon mal nicht. Aha, ich habe den Rückwärtsgang gefunden. Du kannst gerne nochmal dich mehr in die Scheiße da reinbohren, aber. Oh, nein. Okay, ich habe jetzt irgendeine Taste gefunden, die funktioniert. Ich habe es nicht getestet, merkt man das? Ja, okay, jetzt haben wir es erstmal. Ich hau dich weg hier. Das hat noch nicht viel mit Autorennen zu tun, aber ist ja auch nur die Qualifizierung. Los hier, ich überrunde euch doch noch irgendwann, das sehe ich doch. Also klein ist die Strecke. Es ist halt echt einfach nur so ein Ring. Oh. Und das war jetzt schon vorbei, ja Mann. Gut, Mike, du warst kacke. Das muss ich dir in aller Deutlichkeit so sagen. Aber du hast noch mal eine neue Chance. Moment, welche Taste muss ich jetzt wieder drücken hier? Der Taste? Och, dass das jetzt schon eine andere Taste ist, mit der man das hier auswählt. Das darf doch nicht wahr sein. So. Ja, komm, ich gebe dir noch mal eine Chance. Ich glaube, F muss ich drücken, oder? So. Dann haben wir los hier. Jawohl, jetzt habe ich den perfekten Start erwischt und ich wette, ab jetzt ist es auch überhaupt kein Problem mehr. Da fliegt man drüber. Wie bitte? Ja, ich bin Erster. Ich musste eine Runde fahren und wenn ich Erster bin, ist es vorbei. Aha, okay. Oh, ich kann mir auswählen, gegen den ich antrete. Ja, dann, hier. Nein, wir möchten. Also ich habe die Befürchtung, wenn ich bestimmte Klischees erfülle, dann könnte das auf mich zurückfallen. Nein, aber los, Walter. Und ja, komm, wir nehmen einfach irgendwen hier. Der sieht auch mega verpeilt aus. Der sieht doch so aus, als ob der nichts geschissen bekommt. Und ey, komm, ihr Spider. Warum ist das eigentlich so abgeschnitten? Das ist alles so irgendwie nur halb zu sehen, der Text, oder? Was ist das für ein Haus? Race 1, The Breakfast Benz. Wow. Ich habe schon mal rausgehauen. Die Geräusche sind aber auch herzallerliebst. Ja. Ach so, das ist vom Prinzip her wie das andere, dass man da auch irgendwo kleben bleibt. Ja, habe ich jetzt nicht schon eine Runde als Erster absolviert? Jetzt würde ich aber auch gerne direkt wieder raus aus dem Rennen. Wie gerade eben halt. Nö, möchte aber nicht. Das Spiel möchte nicht so. Mann, diese Sounds. Ich meine, gut, es ist für die NES, also da kann man jetzt nicht die schönste Akustik erwarten. Müssen wir so hinnehmen. Wow. Ich wollte mich gerade noch darüber lustig machen, dass da unten so eine ja, Art Zielflagge ist. Und dann falle ich da runter und stelle fest, es ist ein schwarzes Loch. Na okay, Mike, das war mal wieder nicht so berauschend, aber ich habe mich trotzdem qualifiziert. Aha, da kommt jetzt ein anderes Auto da rein. Desktop Drop-Off.
Ich mag, dass es so verschiedene, wie soll ich das sagen, Orte gibt, wo wir spielen. Es ist jetzt nicht nur so, dass es einfache Rennstrecken sind, sondern es hat, oh ja, es gibt Themes sozusagen. Das war ja schon mal scheiße, oder? Och, Junge, oh wow. Okay, das wird nix. Die sind jetzt schon 50.000 Kilometer von mir entfernt. Oh nein. Ach Mensch, das ist ja unangenehm. Mike, ist dir die Brille verrutscht oder was machst du da? Da unten wirst du sie auch nicht finden. Oh nein. Aber irgendwie kommen die jetzt auch nicht voran oder was machen die da? Ich glaube aber, die haben mich schon überrundet, oder? Ach scheiße, ich muss ja da auf diesen. Oh ja. Ich muss ja das hier als Rampe nutzen. Kann ich das wiederholen, das Rennen? Ich will das jetzt nicht bis zum Ende machen, wenn ich weiß, dass es eh nichts mehr wird. Hier war dann nochmal irgendwie so ein Abgrund. Oh ja, diesmal wusste ich, sonst wäre ich jetzt wieder runtergefallen, hätte ich es nicht im Vorfeld gewusst, dass da war. Okay, das ist eine dumme Strecke. Ich könnte den Fehler natürlich auch bei mir sehen und sagen, ich stelle mich blöd an, aber hey, das wäre jetzt zu einfach. Da würde ich jetzt zugeben, dass ich was schlecht mache, oder? Kann ich hier abkürzen? Jetzt mal ohne Mist kann ich hier. Ach so, das geht auch nicht. Also, sobald ich dann die weiße Linie auf der anderen Seite berühre, verpuffe ich, oder was? Gut. Wie lange dauert das jetzt noch? Muss ich jetzt wirklich alles normal beenden? Oder. Och. Ja, ich muss echt so lange fahren, bis ich die drei Runden habe. Das ist ja nicht wahr. Und ich befürchte leider auch, das wird ewig dauern, bis ich die Strecke so weit beherrsche, dass ich mich für die nächste Runde qualifiziere. Ich sehe nämlich nicht, dass ich gut genug bin, das beim nächsten Mal zu meistern. Ja, und dann zählt ja auch schon als abgebogen, beziehungsweise abgekürzt. Boah, ey, Wahnsinn. Ah, okay, jetzt ist es beendet. Also, ja, failed. Mike, du bist scheiße, ey. Ich hab dir zu viel zugetraut. Ah, ich habe drei Leben. Okay. Dann machen wir weiter. Mike, du schaffst es jetzt aber, oder? Ich weiß nicht so recht. Ich muss mich jetzt wirklich konzentrieren. Ich dachte, das Spiel wird vielleicht ein bisschen einfacher. Oh, fuck, ich bin vom Gas gegangen, weil ich nichts überstürzen wollte. Mann, ich dachte echt, das wird ein Spiel, da kann man ein bisschen rumalbern, aber nee, du musst hier voll aufpassen und cool sein. Nein, ah, da ist wenigstens jemand. Wow. Ich gehe auch gerade wirklich vom Gas runter. Ich will jetzt keine Fehler machen. Seht ihr, ich wäre fast wieder runtergefallen. Ich bin schon langsam gefahren. Das ist doch nicht wahr, wie übel diese Strecke ist. Die erste Strecke voll der Kindergarten und hier geht es schon richtig an die Profifahrer-Scheiße, Mann. Diese Scheißrampe da, die pisst mich an. Die Scheißrampe pisst mich an. Das ist auch nicht schlecht. So, hier war irgendwo ein Abgrund. Ja, jetzt muss ich aber ein bisschen Vollgas. Ja, was heißt ein bisschen Vollgas? Also entweder gebe ich Vollgas oder. Ja, ich. Wow, ich habe gerade jemanden runtergekickt. Oh ja, da ist auch Abgrund übrigens, ne? Für den Fall, dass ich nicht gesehen habe, dass man da auch rechts runterfallen kann, habe ich es nochmal demonstriert. Jetzt kommt die Rampe, diesmal mache ich es richtig. Holy fuck, ich habe es geschafft. Einmal habe ich diese dumme Rampe gemeistert. Aber ich weiß, ich kann es noch locker schaffen, die zu überholen. Es ist noch nicht verloren. Und auch die blöden Geräusche hier werden mich nicht aus der Ruhe bringen. Nein, warum? Oh. Komm schon, komm wieder her. Danke. Ich glaube, der erste ist schon durch, oder? Oh, ja. Aber ich hoffe, dass es reicht für das nächste Rennen. Es klingt gut. Boah. Was eine Scheiße, ey.
So, nächste Runde. Oh, was ist denn das da für eine coole Karre? Olken Alley. Oh Mann. Was war das gerade? Der Crash war zu hart und wir sind beide explodiert. Ich kann die quasi, weil ich da vorne diese. Hä? Ich hab doch vorne solche, ja, wie soll ich das nennen? Nadeln. Und dann kann ich die doch kaputt pieken, aber ich verschwinde selber dabei. Das ist ja sehr bescheuert. Boah. Also, versteht mich nicht falsch. Ich würde gerne mir noch mehr Rennstrecken angucken. Bloß ich kann mir das auch nicht länger als eine Viertelstunde antun, die Geräusche hier. Welcher Irre. Ja, die Strecke sind auch wieder mega leicht, kann das sein. Die hat jetzt auch nicht 50.000 Windungen, also die ist schon ziemlich easy zu verstehen, wo man lang muss. Und die gibt es auch nicht solche Sprungpassagen. Ich glaube, der Clou ist ja halt, dass man von anderen gerammt werden kann und verschwindet. Aber sonst ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Hallo, ich bin Dritter. Los jetzt hier. Weiß doch nicht, welchen Platz man erreichen muss. Also ein Zweiter ist okay. Ich weiß nicht, ob man mit dem Dritten noch weiterkommt. Wo ist denn die Ziellinie nochmal? Oh Mann. Verpiss dich. Der Blaue ist schon wieder so gut. Der Blaue ist immer so geil. Na gut. Weiter. Mike, du hast es geschafft. Wir bleiben jetzt aber auch wirklich die gesamte Zeit bei dieser Viererkonstellation, aber ich hab. Oh! Walter ist raus. Ich sag gerade eben noch, wir bleiben bei diesen vier Leuten. Jetzt kann. Komm, wir nehmen auch mal eine Frau, oder? Hier, Cherry, los, du darfst den Platz einnehmen. Push Start. Was? Nein, ich will Cherry haben. So. Ja, Cherry, wir freuen uns alle, dass du dabei bist. Ich weiß nicht, welche Taste jetzt. Okay, gut. So, Sandy. Klingt ja so ähnlich, der Name. Wow. Das Spiel ist schon ziemlich geil, ich geb's zu. Okay, muss ich. Wow, oh, da kann man. Wow, geil, kann man so über Dünen springen. Die Strecke gefällt mir. Sie gefiel mir so lange, bis ich da in diesen Felsen hängen bleibe und nicht mehr rauskomme. Und jetzt gefällt es mir gar nicht mehr. Oh Mann, ist nicht mal eine richtige Wüste. Ist euch aufgefallen, dass da so eine Schaufel war? Ist einfach nur ein riesiger Sandkasten. Vielleicht sehen manche Leute ja auch Wüsten so, als riesige Sandkästen. Nein. Ja, besoffen. Ja, dann wartet wohl gleich. Also ich werde mir sicherlich auf YouTube angucken, was es noch so gegeben hätte für Strecken. Und ja, ich sag das schon so, als ob ich auch. Das war sowieso schon die letzte Runde, also. Was? Fehlt, ja, gut. Noch ein Leben. Jo. Können wir auch noch gerne spielen, weil ich nicht glaube, dass das noch was wird. Das heißt, das Video wird so oder so gleich vorbei sein. Also ja, ich werde mir dann auf YouTube angucken, was es noch so gegeben hätte für Strecken. Da bin ich jetzt doch neugierig. Bis hierhin war es noch okay. Jetzt kommt. Ja, diesmal habe ich mir gemerkt, dass da die Steine kommen. Jetzt kommt gleich das Wasserhindernis. Fuck, ey. Ich habe es nicht mehr geschafft, da richtig hinzufahren. Mann. Och nein. Ich dachte, man kann das schon. Oh, ich hasse es. Ja, hier war's. Jetzt kann man erst rumfahren. Verdammt. Jetzt muss ich merken, da kommen die Steine, da kommen die Steine, da kommen die Steine. Irgendwo kommen die Steine und da muss ich sofort hier rum. Nein, die sind auch. Oh, und jetzt werde ich da auch in den Stein hängen bleiben, weil ich vorher schon abgebremst. Okay, ich hasse diese Strecke. Gut, ich breche ab. Ja, da hat mich wohl Mike bei Micro Machines im Stich gelassen. Den Joke musste ich noch mitnehmen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.